So. Wollen nicht allzu viel verbrauchen. Da, hellgrauer Farbstoff, gleich 6 Stück, das reicht für unsere ganzen Schafe. Zurück mit den Knochen. Ja, die packen wir einfach mal wieder hier rein. Zu den Trophäen. Die Redstone-Fackeln passen nicht zu Trophäen, die packen wir mal hier zum Redstone. Da haben wir noch einen Kompass über, die sortieren wir drüben ein. Okay. Dann werden wir den hellgrauen Farbstoff mal nutzen, um unseren Schafen eine neue Farbe zu spendieren. Schön. Und dann lohnt sich das auf jeden Fall, weil dann haben wir auch mal eine neue Farbe im Inventar, also in unserem Gesamtinventar. Und ja, sowas lohnt ja immer. Ne? Ist ja immer eine schöne Sache, wenn man mal was Neues hat. Ne? Kennt ihr ja auch mit Geschenken und Weihnachten und so, ne? Man freut sich immer über neue Sachen. So, grün haben wir ja absolut genug. Oh, blau ist auch eine ganze Menge da. Ja, so. Und jetzt ist alles auch schon wieder weg. Dann schnappen wir hier auch gleich einfach mal die hellgraue Wolle. Wenn das denn die Schafe sind. Ich hoffe das einfach mal. Ja doch, das ist hier ein hellgraues. Okay, super. Dann lassen wir das jetzt erstmal hier an dieser Stelle es gewesen sein. Will euch ja auch nicht überstrapazieren hier die ganze Zeit mit Hups. Mit so solchen Sachen und da mache ich die Musik auch einfach mal weiter. Gut, dann machen wir also zuallererstens mal unser neues Bauvorhaben. Da habe ich euch ja noch keine Tipps gegeben. Außer, dass ihr es vielleicht aus einem Buch heraus kennt. Und ja, das wird sicherlich ganz, ganz super cool. Hoffe ich mal. Hab mir da was Schönes ausgedacht. Oder machen wir zuerst den Geräteschuppen? Der macht ja auch Sinn, ne? Ich meine, haben wir wenigstens hier was, was auf unserer Farm neu ist? Oder bauen wir zuerst den Geräteschuppen? Tja, jetzt bin ich ein bisschen überfragt. Schienenprojekt oder Geräteschuppen? Wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht, was würdet ihr denn wahrscheinlich wollen? Ich meine, unsere Farm auszubauen hat halt einfach Sinn, ne? Weil wir brauchen so einen Geräteschuppen. Und eine Melonenfarm wollte ich ja auch machen mit euch. Fällt mir dabei ein. Was natürlich auch Sinn macht. Jetzt kann ich natürlich mal wieder nicht warten auf eure Entscheidung, weil das ja quasi hier eine Vorproduktion ist. Und jetzt muss ich wieder eigenmächtig entscheiden. Und ich entscheide auch so ungern eigenmächtig. Können wir erstmal gucken, ob wir eine ganze Menge Hühnchen haben, die wir quälen können. Nee, aber viele Eier sind hier. Aber wenn wir da jetzt reingehen, dann entkommt uns mindestens ein Huhn. Aber wir könnten das natürlich kaputt hauen. Nein! Mindestens ein Huhn, na super. Sind uns noch andere entkommen. Aber mit den neuen Eiern haben wir die Chance, neue Hühnchen zu spawnen. So, und das andere Hühnchen muss dann leider auch dran glauben. Komm her! So, da werden die Hühner heute einfach mal von Hand geschlachtet. Ist ja auch nicht schlecht. Gibt immerhin auch Hühnerfleisch auf jeden Fall. Und euch werden wir dann mal wieder mit natürlichen Mitteln vermehren. Mit unserem Weizen quasi. So, Fleisch darin. Die Federn packen wir einfach mal hier. Ach, da ist die Farbe, gucken wir. Ja, ja, hätte ich natürlich irgendwie beschriften sollen. Dann wäre das jetzt nicht passiert. So ein Mist. Okay. Jetzt weiß ich natürlich gar nicht, wie man Melonen eigentlich anbaut. Können wir ja einfach mal ausprobieren, ne, zusammen. Ups. Hüpf. Melonenfarm oder Werkzeugschuppen? Ach, wir haben letztes Mal das Sägewerk gebaut. Das war ja quasi sowas wie eine Farm. Vielleicht bauen wir doch einfach den Schuppen. Müssen wir uns natürlich überlegen, wie man den macht, ne? Richtig schön, da habe ich mir jetzt persönlich nichts überlegt. Aber doch lieber erstmal, wir holen uns mal einen Melonensamen raus und gucken mal, wie man die anpflanzt. Damit wir das mal herausfinden, auch damit wir eine gute Farm bauen können. So, ich glaube, die waren hier im Saatgut. Haben nur 7 Stück, sollte also auf jeden Fall gelingen. Autsch. So, ganz stupide, würde ich mal sagen. Ja, gehen wir mal dahin, wo wir gerade eben waren. Warum nicht hier, ne? So, machen wir ein bisschen Platz. Und schauen mal,
ob sich das denn ausgeht. Okay, Erde rein. Sehr gut. Und dann, wachsen. Na super. Wächst nicht. Wahrscheinlich brauchen wir guten Ackerboden. Dann müssen wir uns erstmal eine Hoe machen. Die sollte auf jeden Fall nicht allzu schwer sein. Machen wir uns gleich eine Eisenhoe. Den Schnee. Was machen wir den ganzen Schnee eigentlich? Sollten wir... Oh, so gut. Sollten wir auf jeden Fall... demnächst mal zu Blöcken machen. Vielleicht machen wir uns auch kleine Schneemänner. Könnte ich mir ganz lustig vorstellen. Nee, Junglewood ist mir ein bisschen zu schade. Braune Wolle. Ich dachte, das wäre auch irgendein besonderes Holz. Ist aber gar nicht. 4 Stöcker sollten genügen. Oder haben wir hier noch... Nee, wir haben keine Stöcker mehr, ne? Ist ja verrückt. Keine Stöcker mehr da. Das Holz packen wir mal auch in die entsprechende Stelle zurück. So, zack. Und da ist die Hoe. Sehr schön. Die restlichen Stöcker kommen zurück zu bearbeitetem Holz. Okay, die braune Wolle. Können wir auch mal wegpacken. Da ist unsere neue Wiste. Sehr schön. Alles wieder sauber. Alles sauber. Sehr schön. Bin ich Freund von. Dieses Hühnchen hier. Ups, sorry. Aha. 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 Mord direkt bei den Schafen. Ja, wisst ihr, was euch bevorsteht, wenn ihr nicht genug Wolle abwerft. So. Okay. Ach, die Schaufel macht's auch nicht mehr lange. Schade eigentlich. Die hat uns so gute Dienste geleistet. Okay, dann mache ich jetzt hier einfach mal... Einfach, weil ich nicht ganz genau weiß, wie das funktioniert... Ach, warte, wir brauchen Wasser, oder? Wir brauchen Wasser, sonst geht das schief. Sonst ist der Ackerboden verdorrt dann nämlich. Ich glaube, der kriegt hier auch schon Risse. Wir brauchen auf jeden Fall Wasser. Das heißt, wir sollten in unserem ewigen Brunnen auf jeden Fall mal Wasser holen. Einen Eimer haben wir, glaube ich, dabei, genau. Hups. Rein in die Knacke und dann holen wir uns mal Wasser und dann kümmern wir uns ein bisschen um... diese Angelegenheit mit den Melonen. Ich habe richtig Lust auf Wassermelone gerade, muss ich sagen. Esse ich auch persönlich sehr gerne. So. Wasser, Wasser. Melonensamen, Melonensamen. Okay. Würde ich mal sagen, packen wir erstmal unter Tage. Ja, da sind sie alle kaputt. Genau. Machen wir einfach hier erstmal... ganz... Stellen wir uns mal ganz dumm. Und machen hier einfach mal Wasser hin. Ach, ich mach das kurz weg. Ich glaube, das Wasser fließt ja in beide Richtungen doch einige Zentimeter weit. Zentimeter. Wir haben ja eh nur 7 Melonsamen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das passt. Ich mach mal jetzt so hier. Versuche jetzt mal hier rauszuschwimmen. Okay. Dirt, so. Und das Wasser, es sprudelt direkt an der Stelle hier. Okay. Sollte funktionieren. Dachte ich. Oder ist... Haje. Die Dörre ist hier. Ich glaube, das würde unsere Melonensamen halt auch kaputt machen, oder? Müssen wir aufpassen. Vielleicht. Jetzt muss ich doch mal ganz genau gucken. Ob es nur die... Nee, der geht auch weg. Okay, dann müssen wir uns Wasser wahrscheinlich auf die gleiche Höhe irgendwie holen. Ah, okay. Ich freue mich ja, wenn es ein bisschen kniffliger wird, als ich gedacht hätte. Wie haben wir das denn gemacht bei unseren Feldern dort? Die waren doch... Die sind doch auch bewässert durch... Oder sind die bewässert durch dieses... In der Mitte des Wasser? Das kann natürlich sein. Dann machen wir das einfach erstmal so. Damit wir die Melonensamen auch mal ein bisschen...
vervielfältigen. Na, zack. Mal hier einfach mal. Da ist jetzt quasi, ne? Wisst ihr Bescheid? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Das friert dann nicht ein. Darum geht's jetzt erstmal. Ha! Die Dinger werden überfruchtbar, übergut. Vielleicht kann man auch so die Melonen anbauen. Würde einfach ganz interessant aussehen. Na, wird das hier noch was oder nicht? Mach mal hin, ey. Ja, 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 wird was. Wird eindeutig was. Okay. Dann pflanze ich jetzt mal hier. Aha. Da. Da, da. Und da, da. Und da. So, mal gucken, wie das wird. Wie die Melonen da jetzt wachsen werden. Ich mache auch mal fix einen Zaun drum. Einfach, weil ich ein bisschen Sorge habe, dass vielleicht irgendjemand drauf rumtrampelt. Okay, ein Gatter habe ich jetzt gerade nicht dabei. Ein Stückchen Hühnchenschenkel habe ich noch dabei. Das machen wir auch mal gleich in den Ofen rein. So, bitteschön, dankeschön. Können wir auch eigentlich mal ein halbes Hähnchen verdrücken. Oh, ein halbes Hähnchen habe ich auch ewig nicht gegessen. Früher beim Dönermann immer halbe Hähnchen gegessen. So. Ja, das sieht doch eigentlich ganz, ganz vernünftig aus. Hier mal einen Block hin, dass niemand reinkommt. Obwohl, da kann man ja rübergehen. Hacken wir lieber das... Ach, wartet mal. Ist das nicht so, dass... Ja, natürlich. Ich erinnere mich. Melonen, die sind doch diese Dinger, die wachsen doch, glaube ich, irgendwie in irgendeine Richtung, oder? Wenn wir da jetzt den Dings hinmachen, können die wahrscheinlich gar nicht gedeihen. Doch, ich glaube, ich habe das schon mal gesehen. So. Jetzt haben sie auf jeden Fall Platz. Doch, ich glaube, das war so. Aber guck, ob das denn so überhaupt funktioniert. Ich denke mal, irgendeiner der Samen wird schon irgendwie aufgehen. Okay. Und dann könnte man sich natürlich eine schöne Farm bauen. Auch irgendwo dorthin. Oder vielleicht auch dort hinten hin. Müsste man eigentlich mal schauen. Oh, wie krumm ich gerade da sitze. Den ganzen Tag über habe ich einem Kumpel geholfen beim Zusammenbauen seines neuen Rechners. Und ich habe eigentlich derbe Rückenschmerzen. So, warum werdet ihr denn nicht größer hier? Was soll denn das? Warum wachst ihr nicht? Braucht ihr mehr Platz? Wahrscheinlich brauchen die wirklich mehr Platz, die Dinger. Aber wir lassen sie erstmal drin. Oh, wie geil das da aussieht, oder? Ich meine, das ist schon ein ganz schöner Wald. Ich mag unsere Baumfarm. Hat was, gefällt mir. So, wir könnten da oben eigentlich... Ah, nee, kann man nur oben raufsetzen. Und das würde nicht so gut aussehen. Wer röchelt hier? Hallo? Was da unten ist? Hallo, hallo? Ist hier jemand am Röcheln? Hat das irgendeinen Sinn? Ich nehme es einfach mal an. Nee, das verläuft hier im Sand. Das können wir ja mal abbauen. Ist ja wertvoller Rohstoff. So. Hoffentlich geht unsere Maschine jetzt noch. Okay, dann würde ich mal sagen, während die Melonen da hinten gedeihen und wir unser Konzept ausarbeiten, wie wir die Melonen anpflanzen. Anpflanzen. Ja. Mal gucken. Besuchen wir einfach mal jemanden, den wir lange nicht besucht haben. Unseren Schrein des Zuckro. Da waren wir lange nicht mehr. Und wir brauchen auf jeden Fall... Bücher für das Projekt, was quasi anschließt an das Projekt, was ich mit euch als nächstes machen möchte. Obwohl die Reihenfolge noch gar nicht so klar ist. Es wird auf jeden Fall einen Landschaftswechsel geben, so viel kann ich schon mal verraten.